Ab morgen wird es poetisch in Aachen. Die NRW-Meisterschaften im Poetry Slam. Und auch sie wird mit dabei sein, Destina Hart-Madjar aus Aachen. Poetry Slam, die Dichterschlacht, sinngemäß am Freitag und Samstagabend. Vielleicht ein guter Gegenbeweis, dass Sprache eben nicht gerade auf WhatsApp-Niveau herabsinkt. 36 Teilnehmer und Teilnehmerinnen wollen uns mit ihren eigenen Texten vom Gegenteil überzeugen. Destina ist noch relativ frisch dabei vor ihrem Auftritt. Morgen im Kapitolkino hat sie dort heute schon mal ein bisschen Atmosphäre geschnuppert. Der Text für den Wettbewerb morgen ist noch geheim. Aber eine poetische Kostprobe gibt sie. Und zwar über ihre Zeit in Aachen als Studentin. Das Fach Biologie war nichts für Destina. Fürs Medizinstudium war das Abi zu schlecht und so hing sie durch. Auf poetische Art und Weise klingt das so. Suchen, finden, treffen mich. In der Luft hängt Unzufriedenheit, versteckt zwischen zu wenig Sauerstoff, Füße wippen, Münder reden. Während dieses Wartezimmer sich füllt und wieder leert und Menschen den Sinn ihrer Zeit verwehrt. Früher saß sie selber im Publikum bei Poetry Slams. Erst seit einem Jahr macht sie aktiv mit. Beim Wettbewerb hat Destina 5,5 Minuten Zeit, mit ihrem Text die Zuschauer zu überzeugen. Ich bin super nervös. Ich finde, es ist schon unreal, dass ich jetzt dabei bin, finde ich. Und das ist was Riesengroßes. Also auch alle Menschen, die da auftreten, sind so gut. Die 21-Jährige liebt es, mit den Wörtern zu spielen. Das Schreiben ist fast schon sowas wie Selbsttherapie. Ich glaube, selbst wenn das nicht so offensichtlich selbsttherapierende Texte sind oder wenn man nicht ganz offensichtlich irgendwas darin verarbeitet, ist es immer noch so ein Raum, wo man seine Gedanken ablegen kann und wo man sich mit Dingen beschäftigen kann und Gedanken sortieren kann. Und das gibt einem schon sehr viel, finde ich. Ihre Texte haben sich inhaltlich entwickelt. Während sie mittlerweile gesellschaftskritisch schreibt oder über ihre Rolle als Frau nachdenkt, waren ihre Texte am Anfang sehr persönlich, wie dieser über ihre türkische Mutter. Sie sagt sich, ich weiß, meine Tochter ist für Großes gemacht und ich werde diejenige sein, die ihr Feuer entfacht. So ist sie so sehr damit beschäftigt, mir Holz ins Feuer zu werfen, ihrer Tochter den Rücken zu stärken, dass sie gar nicht scheint zu bemerken, dass dieser Heldenschleier ihr auch mal zu schwer wird, sie beim sich durchs Leben winden stört. Destina ist auf der Bühne eher eine ruhige Entertainerin. Für die NRW-Meisterschaften kein Nachteil, findet sie. Das ist eigentlich das Gute an dem Format, weil es so frei ist. Es gibt eigentlich überhaupt keine Grenzen. Also man könnte auch ein Kochrezept schreiben und das auf der Bühne vortragen. Deshalb fühle ich mich da auch so wohl, weil es halt die Leute gibt, die dieses große, laute wirklich gut können. Aber auch die Leute gibt, die dann eher nicht so laut sind oder halt nicht so viel gestikulieren. Am Ende überzeugt die Poesie. Und damit kann Destina auf jeden Fall punkten. Bei uns ist Lukas Knoben. Er ist vom Verein Satz nach vorn, der das Ganze organisiert, aber macht eben selber auch mit an dem Wochenende. Hallo, willkommen bei uns. 5 Leute aus der Region. Ihr beiden seid 2 davon. Finde ich ganz toll für uns hier in der Ecke. Das ist ein Riesending. Ist das schwierig gewesen, das nach Aachen zu kommen oder hat einfach jemand gesagt, wir machen das? Ja, im Endeffekt kann man es so runterbrechen. Also ist natürlich nicht einfach, das zu organisieren und hochzuziehen, aber im Endeffekt wird bei den Meisterschaften immer besprochen, welche Stadt als nächstes oder beziehungsweise in 2 Jahren ausrichten darf. Und da hat Aachen gesagt, wir wollen es machen und es hat gut funktioniert bisher. Ja, und es ist ein Riesenresonanz, muss man echt so sagen. Nun sind Sie selber schon sehr lange dabei, trotz der jungen Jahre, seit der Schulzeit. Mhm. Wie ist das? Setzt man sich hin, um einen Text zu schreiben wegen des Textes oder denkt man, hey, komm, das könnte geil beim Publikum ankommen, ich schreibe das mal so und so? Also am Anfang ist es ganz klar, wenn man so in seinem Kinderzimmer sitzt und Gedichte runterschreibt, da macht man es für sich, für den Text, für die Kunst, wenn man so sagen will. Das ist auch immer noch der Faktor. Also man sagt natürlich, ich möchte was mitteilen, ich möchte mich selbst therapieren vielleicht durch Text oder so. Aber natürlich kommt es irgendwann zu so einer Sucht, dass man mehr Applaus will, mehr Lacher möchte und das auch natürlich gut findet, wenn Leute das feiern. Hat man ein Gespür dafür, wenn man auf die Bühne kommt, ich werde die heute so oder so kriegen oder das wird schwierig? Man schaut sich natürlich so ein bisschen das Publikum an. Also ich würde immer sagen, man sollte bei seinem Stil bleiben und sollte sich nicht so sehr davon abhängig machen, weil das natürlich authentisch bleibt. Aber man schaut natürlich so, was für Leute sind da und was will ich heute machen, was habe ich für Lust, was werden die vielleicht gut finden, wie alt sind die? Haben Sie so ein Portfolio mit, wo Sie sagen können, ich mache jetzt ich mache doch lieber den? Oder ist das schon klar, womit Sie auf die Bühne gehen werden von A bis Z? Ja, also ich habe schon so meine Texte dabei. Ich habe alle mit, die ich jemals sozusagen auf eine Bühne gebracht habe. Aber man hat so seine Texte, die man in einer gewissen Zeit gerne macht und die aktuell sind. Das muss natürlich auch ein Ereignis sein, das da thematisiert wird, das einen gerade noch bekommt.
kommt, weil sonst kann man es nicht richtig vermitteln, würde ich sagen. Ja, Authentizität ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, gerade beim Poetry Slam. Da haben wir hinter Ihnen dieses ganz wunderbare Bild mit dem Füller und dem Blatt Papier, hochromantisch. Sehr romantisch. Auf Ihrer Like-Page bei Facebook, da sitzen Sie relativ verzweifelt, wie zwischen ganz, ganz vielen Blättern. Wo ist denn jetzt die Wahrheit, wenn es ums Texte geht? Ja, also ich fand das Bild erstmal ganz witzig, weil ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, daneben steht noch ein Bier. Und das habe ich jetzt nicht sagen wollen, aber gesehen habe ich das. Genau, und daneben liegt noch eine Rap-CD, also es ist im Endeffekt das, was einen inspiriert. Also eigene ja, Tiefen sozusagen, die man verarbeitet, aber auch immer noch der Witz dabei und das leicht zu nehmen. Könnte man davon leben? Man kann davon leben. Es gibt viele Leute, die das da als Sprungbrett genutzt haben, sozusagen. Felix Lobrecht als Beispiel, Thorsten Sträter. Mhm. Gerade bin ich einfach zufrieden damit, dass ich ein schönes Hobby habe, einen schönen Nebenberuf habe. Und vielleicht, wenn es mehr wird, wenn ich heute bzw. Samstag NRW-Meister werde, vielleicht wird das was, man weiß. Und es hat was mit Sprache zu tun. High Five, dafür bin ich auch schon mal ganz gut. Lukas Gnom, danke, dass Sie bei uns waren. Alles ausverkauft. WDR 5 überträgt das online, falls Sie dann doch irgendwie zuschauen wollen. Danke, viel Dankeschön. Erfolg Dankeschön. Ihnen allen. Dankeschön.